1. Und hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. So, guten Tag. Vorspiel 23, Tag 2 mit Till, mir und Karl. Hallo, den man Karl vielleicht gerade gar nicht sieht und wenn dann nur zwiegespalten. Aber genau, ich sitze gleich ein bisschen zur Seite. Hier, also Flo war gestern hier so ein bisschen gespalten. Gut, dass ich heute nicht rot anhabe, sonst wären wir hier eine Mannschaft. Ich rutsche gleich noch rüber. Dann bin ich einfach in einem Bild mit dir. Alles für die Zuschauer. Wir spielen den Kniezer der Stunde. Oh, ich kann Tricks jetzt heute Abend gleich laufen. Für mich der beste Kniezer des Jahres bisher. Genau, das sieht doch gut aus. Wenn du die Kamera noch ein bisschen gerader drehen könntest, dann drehe ich die hier auch für euch ein bisschen gerader. Oh, guck mal, habt ihr da den Bein? Komm, was meinst du mit gerade? So? Ja, so in der Waagerechten. Stichwort Vorbau. Und genau, dann ein bisschen mehr noch zu mir rüber. Hier. Ja, das hätten wir natürlich super. Wir sind sehr professionell, machen das natürlich während des Streams. Ja, bevor ich jetzt noch Wasser auffüllen gehe und so weiter, was ich jetzt im Vorfeld vergessen habe, werde ich einfach knallhart diese Cola, die da liegt, klauen. Das ist okay, die ist für Markus und David. Das ist Markus Kumpels neu, ja. Nicht sehr krank werden. So. Hallo Reikot, hallo Bernhard. Und wir fangen gleich mit dem absoluten Highlight an. Ja. Vielleicht das Highlight der Messe. Vielleicht die Überraschung schlechthin. Die Frage, die wir vor jedem Spiel stellen. Haberlandi abgehoben. Das, also wir sehen hier den Nil und der. Nein, das ist der Nil. Das war ursprünglich mal der Nil, aber das wurde umgebrandet. Das erklärt aber genau die Aufteilung der Areale. Ja. Ihr dürft euch eine Farbe aussuchen mit eurer Luftballonflotte. Rot. Darf ich rot sein? Ja. Aber warte mal. Ich habe extra das rote T-Shirt an, damit er immer rot ist. Nee, aber ich will halt nicht blau sein. Gestern war das rot. Ja, gestern war es rot, aber. Also, das, wenn dich das okay ist. Also, da kann er nicht gelb sein, muss der gelbe Stecker drüber. Ist fast egal, welche Farbe ich habe. Aber da guckst du eh nicht hin. Nein, doch, irgendwann werde ich das so bewusst mal merken. Je abstrakter das Spiel, desto egaler ist mir meine Spielerfarbe, weil sowas wie Terraforming Mars brauche ich die Farbe passend zu meinem Konzern. Also wenn man dann sowas wie, hießen die Hitze machen? Helion. Wenn man Helion spielt, muss man natürlich rot nehmen. Ja. Aber für die guten Plantagenleute, die für sieben Wiesen, die mit den Pflanzenplätzen was machen? Wir müssen dringend mehr Terraforming Mars spielen. Ich wollte gerade sagen, müssen wir nochmal Terraforming Mars spielen. Ich habe halt kein gutes Namensgedächtnis. Ecoline, genau. Die muss man halt in grün spielen und so weiter. Achso, das ist so ein... So, also hier steht, glaube ich, gar nichts drauf, weil es die internationale Version ist. Im Normalfall würde da Familie draufstehen. Hier steht auch 14 Plus drauf, weil es die internationale Version ist wahrscheinlich. Und es ist wirklich ein friedliches Spiel. Wir würfeln ein bisschen und fliegen in unserem Luftballon hier rum. Aber es ist ein knallhartes Area-Control-Spiel. Mit Roll and Move, oder was? Ist das für dich eine unterschiedliche Farbe? Nee. Das auch mit den... Achso. Das habe ich aber nicht eingepackt. Achso. Oder vielleicht doch. Obwohl, es ist die Version... Also ich habe auch eins... Auf jeden Fall muss das dahin, wo die anderen sind. Das ist hier. Ich mach das schon. Du darfst inzwischen. Haberlandi. Genau, von Rainer Knizia, ganz neu. Ein Spiel, das bei Edition Spielwiese rauskommt. Der erste Knizia bei Edition Spielwiese. Aber wie wir alle wissen, es wird sicher nicht der letzte sein. Wie haben Sie das denn geschafft? Da muss man ja aktiv ausweichen. Ja. Er hat ihm wohl auch einige Titel vorgestellt. So, also wir haben hier diesen. Was wollt ihr haben? So, Legenden sagen, das war so. So, jeder kann hier seinen schönen Luftballonmarker auf die Null legen, weil wir. Nee, seinen Luftballonmarker auf die Null legen. Wofür ist der hier? Das ist der Sandsack hier, oder? Wenn wir einmal rum sind. Die man selbst mitnehmen muss. Sein Luftballonmarker. Nee, wurde für mich netterweise schon beklebt. Sehr schön. Also, ihr habt hier so drei Sondermarker: einen so einen kleinen Luftballon, einen Plus Plus und einen Windmarker. Mhm. Der hat hier Wind drauf. Alle anderen, also ich finde ja, dass es total Sinn macht, dass das der Luftballon ist, der irgendwie noch ein bisschen weiter unten ist und dass der Luftballon jetzt wupp an mir dran ist. Aber das ist, genau umgekehrt. Aber das ist der liegende Luftballon und das ist der gestartete Luftballon. Weil der für die unten stehenden größer aussieht, weil sie ihn liegen sehen, wenn er oben ist, dann ist er kleiner geworden. Aber wie ich gehört habe vom Artist, war es genauso intended, wie ich es auch gesehen habe, aber alle Verlage haben gesagt, nee, andersrum macht viel mehr Sinn. Okay. So habe ich gehört. Ja. Hier ist auch eine Farbenblindenhilfe drauf, tatsächlich. Jeder spielt eine andere Form. Ja. Du weißt auch wieder, bei den Farben sehr eng ist das Symbol. Also, wir werden gleich, wenn man dran ist, würfelt man. Oh. Und dann platziert man den Würfel. Was im ersten Satz? Naja. Wenn man dran ist, würfelt man. Oh. Naja, klar. Ist doch eine überraschende Mechanik. Ja, das sogar nicht mehr. Das ist ja relativ selten. Und dann geht der Luftballon 1, 2, 3, 4 Felder vor. Und jetzt kennt ihr es aus 7 guten Dungeon Crawler. Was hat man da? Eine Sichtlinie. Das heißt, der hat in Pfeilrichtung hier Sichtlinie und hier Sichtlinie. Ja. Das heißt, ihr dürft jetzt einen eurer Luftballons nehmen und dürft ihn auf eines der freien Felder hier platzieren. Zum Beispiel könnte ich ihn hier hinlegen. Mhm. Das hier ist der Weg, der ist relativ wichtig. Ja. Denn wenn ich später wieder dran bin und ich war meinetwegen irgendwie hier, dann könnte ich jetzt auch hier
einen Luftballon natürlich hinlegen, ne, in Sicht individuell. Ja. Und jetzt, also ist natürlich der liegende Luftballon, und jetzt könnte ich mich entscheiden, nachdem ich diesen Luftballon gestartet habe, meine Flotte starten zu lassen. Dann würde ich gucken, ausgehend von dem Weg hier, durchgehende Verbindung von mehreren Luftballons, also jetzt in dem Fall zwei, und jetzt würde ich pro unterschiedliche Region, farblich gesehen, wo ich Luftballons drin habe, der Mittelweg zählt nicht, mit vier Punkte bekommen. Das heißt, in dem Fall würde ich 4 Punkte bekommen. In dem Fall würde ich 8 Punkte bekommen, in dem Fall hier würde ich 12 Punkte bekommen. In dem Fall hier würde ich 12 Punkte bekommen. In dem Fall hier würde ich 8 Punkte bekommen, weil es halt nur 2 Regionen sind. Ja. In dem Fall hier. Du brauchst pro Region 4 Punkte. 4 Punkte. Genau. In dem Fall hier würde ich 12 Punkte bekommen, weil 2 Regionen. Das ist quasi getrennt abseits des Weges. Das heißt, das Maximum, was ihr rausholen könnt, wäre irgendwie die Geschichte hier. Na, da seid ihr in 3 Regionen auf beiden Seiten. Wären also ne, 4, 8, 12, 24 Punkte. Also sozusagen, das ist das Optimum. Genau, das ist quasi das Optimum. Ihr müsst nicht alle starten lassen, die in einer Flotte sind. Das heißt, nur das, was ihr braucht, könnt ihr starten lassen. Das kann für irgendwelche Wertungskarten wichtig sein. Und dann dreht man die alle um, die man gewertet hat. Und dann dreht man alle um, die man gewertet hat. Und dann braucht ihr halt, also jetzt, ne, wenn ich das jetzt alles werten würde, bräuchte ich halt hierfür auf jeden Fall hier einen Luftballon, was ihr natürlich auch seht. Deswegen sage ich, es ist ein knallhartes Spiel. Wenn ihr dann hinlegen könnt, werdet ihr es vermutlich tun, gerade am Anfang, um mir da den Weg abzuschneiden. Immer wenn man einen Luftballon an ein Pavillon ranlegt, dann kriegt man sofort 3 Punkte, also hier, aber nur einmal. Wenn ich hier alles zupflastere, dann habe ich halt hier diese Region irgendwie gesichert, was vielleicht wichtig sein kann, aber ich kriege nur einmal die 3 Punkte dafür. Und ich muss einmal kurz gucken, ob der Ton funktioniert. Das sieht sehr gut aus. Und ob euer Ton an ist, das sieht auch sehr gut aus. Beim Anlegen ist noch wichtig, ich könnte auch, wenn ich hier quasi bin, hier einen Luftballon hinlegen, weil ich verbunden in der Region Ballons hinlegen kann. Das heißt, hier habe ich eigentlich keine Sichtlinie, aber ich habe hier eine durchgehende Linie, also dürfte ich da einen hinlegen. Und beim nächsten Mal könnte ich auch entweder hier oder hier einen hinlegen, aber natürlich nicht hier oder hier, weil es da wirklich auf die farbige Region ankommt, die ich sogar farbig nicht erkennen kann, aber auseinanderhalten kann. Lass uns nochmal. Also, der Ballon steht da. Genau. Aber ich kann hier einen Ballon hinpacken, weil ich da bin. Genau, im roten Bereich könnte ich jetzt hier oder hier hinlegen, wenn der frei ist. Wenn natürlich hier einer von euch liegt, dann kann ich nicht überspringen oder so. Es muss immer direkt angrenzend sein. Direkt an, okay. Du könntest nicht hier hinlegen, weil du hier würde einer fehlen. Wenn hier einer liegen würde, könntest du da hinlegen. Von hier aus nicht, weil ich die Region, wenn die beide da liegen. Wenn beide liegen. Also es muss auch auf dem Feld. Genau, dass da muss eine Sichtlinie hin sein und dann kann ich da den Weg weiterverfolgen. Wenn ich in einer Region den dritten Luftballon hinlege, da habe ich jetzt Partie Haus auch gewonnen, kriege ich 3 Punkte. Hier kriege ich 4 Punkte, so. Hier kriege ich 5 Punkte, hier kriege ich 6 Punkte, hier kriege ich 7 Punkte, hier kriege ich, ich habe glaube ich 9 Punkte so bekommen, ich hatte einfach keine Competition, das sind schon gut viele Punkte, also, die man bekommen kann. Also nicht pro Ballon, sondern insgesamt dann. Nein, also immer wenn du einen platzierst, kriegst immer, du so viel. Das sind 3 Punkte, die ich sofort bekomme, das sind 4 Punkte, die ich sofort bekomme, das sind 5 Punkte, die ich sofort bekomme. Und bei 9 ist aber gedeckelt? Nö. Bei 9 gekommen, meinst du? Genau. Und ab 3 geht's los? Ab 3 geht's los. Man hat so Spezialballons, man kann diesen Plusballon, kann man zusätzlich zu einem Ballon legen, den man gerade gelegt hat, auf ein angrenzendes freies Feld, auch regionunabhängig, Hauptsache angrenzend zu da, wo ich bin und das Feld ist noch frei. Ich kann statt einen normalen Ballon legen, den Windballon irgendwo hinlegen, ist vollkommen mir überlassen. Und das ist so ein Nachbarschaftsballon, den kann ich statt meines normalen Ballons auf, wenn ich jetzt unbedingt irgendwie hier stehe und ich möchte unbedingt dahin, dann oder hier eine Verbindung haben, weil ich irgendwie so liege, dann kann ich den auf Karls Ballon legen, das statt meines normalen Ballons. Der so klein ist, der kann über anderen fliegen. Genau, es darf aber immer nur ein Nachbarschaftsballon pro Feld liegen. Mhm. Okay, letzte Frage. Ja. Wenn du jetzt meinetwegen hier stehst, stellen wir jetzt mal vor, das ist ein anderer Spieler, der Einfachheit halber, dann kann ich nur bis dahin das Block, die ganze kann auch dahin. Die ganze Linie. Und wenn man aber der blockiert die Region. Also wenn du jetzt hier hinlegst, kannst du nicht hier reinlegen. Und das ist kein bis zu, das ist ein... Kannst in die ganze, überall, egal, es muss nur das Feld frei sein. Ach so. Okay. Und das hier ist kein bis zu oder so, das ist genau 2 Schritte. Du weißt, das ist der 1 oder 2 wäre der King für mich und du würdest nur 3 bis 6, dann sagst du, scheiße. Oder irgendwas anderes. wenn du an allen Pavillons dran bist, kriegst du 7 Punkte. Ich glaube, ich schon gesagt, das sind Entwertungskarten. Wenn du an allen Pavillons dran bist. Ja. Und hier kriegst du, am Ende guckst du, 7 Punkte extra. Okay. Und hier könnte ich jetzt am Ende gucken. Jetzt hätte ich ja hier eine durchgehende Verbindung von dem Rand zu dem Rand. Das wäre so 1 Punkt pro Luftballon. Das wird einmal gewährt. Das heißt, das Beste, was du irgendwie haben kannst, ist so einmal hier runter. Das Schlechteste wäre quasi hier, dass du nur 1 Punkt hast. Und das ist die Geschichte. Also ein Rand verbunden mit dem anderen Rand, mit einer durchgehenden Linie, egal ob gestartet oder nicht gestartet.
Das, weil wir das gerade so liegen haben. Das aber ist immer wieder. Genau, das ist eine zufällige Währungsfrage. Achso, wenn du nur das hättest, dann wäre das so schlecht. Du kannst ja aussuchen, welchen Weg du gehst. Und genau, du kannst dir einen Weg aussuchen und da gehst du aber auch auf den kürzesten. Und das ist Luftballon am Rand, der gestartet ist. Mhm. Ein Punkt. Ein Punkt pro. Und das ist aber so eine Endwertung oder sofort? Entwertung. Alles beides am Ende. Okay. Am Ende gibt es dafür Punkte und für 7 Pavillons, wobei ich weiß nicht, ob man die nicht sogar sofort bekommt, aber es ist auch egal. Ich hätte gerne keine Übersichtskarte für meine Aktion, ich hätte eine Übersichtskarte gerne für die Scoring-Option. Ja, ja. Auf einer guten Rückseite gibt es ein Brief Overview am Rand. Das ist gut. Gerne als Karte bist du, wie viel hat das Ding? 4, ne? 4. Ja. Gerne viermal als Karte. So. Nee, ich frag lieber nicht. Ich hab eure Tonlagen gehört, während ihr Terraforming Mars Dice Game gespielt habt. Mehr, also besonders rausgeschossen ist natürlich, glaube ich, Flo's Tonlage. Mhm. Flo saß so weit vom Mikro weg, so, dass er nicht so doll zu hören war. Tatsächlich bist du am besten zu hören. Okay, sehr gut. Weil du hallo. Dran sitzt. Ich sitze wirklich am sichersten dran. Es war die energetisch ruhige Ben-Spielstimme. Ja, ne, also ich pack die weg und spiele das ja aus. Und vor allem, wenn jemand sagt, ich könnte jetzt hier das oder das machen, und wenn er dann sagt, ja genau, das treibt ja hier die Ad-Bedingungen. Ja, ja. Aber dann am Ende hat er ein paar Kettenzüge gehabt oder ein paar Züge, wo man mehr machen konnte. Ja, ja, ich fand das so, dass du in solchen Spielen am Anfang halt wenig Möglichkeiten hast, die Würfel zu manipulieren und hinten raus dann mehr ist klar und dass natürlich Würfel, was du brauchst oder nicht. Das wird auch nicht so sein, dass einer ständig nur das würfelt, sondern so hoch fängt an. Schneidest du den Teil jetzt raus und hängst dann das Video von gestern noch dran? Ja. Oder? Das ist eindeutig eine 6. Ja. Kippt es nur um. Darf nur mal sagen. Das ist gentristisch und sexistisch. Wieso? Das ist eine junger Mann-Regel. Ja. Wo fängt der an, der Ballon? Da. Da. Das zählt auch als Feld? Ja. Hast du dann halt die Ränder noch? Zack, Ränder. Gut, dann darfst du anfangen. Ah, wie schön. Und jetzt würfel ich darf aber nicht, dass das jetzt erstes. Oh, gleich mal einen. Gibt es eine Opa-Regel? Wir gehen sie halt alle 50 durch. 50% würde zählen. So, also, und jetzt, ich hätte auch immer. Brennt. Hier ist die. Im Uhrzeigersinn. Also, sprich. Da sind extra Pfeile drauf. Ja. Die sind aber. Ja, sie sind immerhin jetzt auf der Seite, auf der Version, die ich bei Pyrus gespielt habe, waren sie auf der Unterseite, weil das falsch gedrückt war und du das Ding halt klappen musstest. Wie, du musst das? Das musst du zusammenklappen. Das ist so. Ach, du hast das draufgezogen? Ja, die oben, hier sind sie mit. Hier sind sie in Heiler. Ah, da haben wir selbst. Okay, dann. Ja, es ist alles noch Prototyp hier. Vorschau-Exemplar. Ah, genau, das sollen wir auf jeden Fall dazu sagen. Genau. Wobei, klappt, wenn ich das nicht gemerkt hätte, wenn es jetzt nicht die Sachen hier musst du klappen. Ja, ja. Die anderen musst du reinstecken. Mhm. Ah, und deswegen, wenn es einmal geklappt ist, ist halt geklappt. Ja, und du kannst es nur so klappen. Ah, okay. Keine Sorge, das ist dann. Aber es fällt fast nicht auf. Zu 80% ist das im richtigen Richtung. So, wer ist denn alles da? Der ja, hallo, Raikotan, Bernhard, Milenia. So, dann lass mal einsteigen. Nicole, da habe ich ja schon gleich richtig hier einen vorgelegt. Na, der Weg ist doch nicht verkehrt. Und dann kriege ich dafür 3 Punkte? Noch nicht. Wann? Ja, jetzt sofort. Achso, wegen der. Wegen des Navi. Ist es aber auch doof eigentlich, aber vielleicht auch nicht. Wir lassen das einfach mal so. Ich lege das mal lieber da hin. Aha. Da kriegst du trotzdem 3 Punkte. Das geht immer noch. Genau, dann kriege ich immer noch 3 Punkte. Nee, Moment, ich bin nicht rot. 1, 2, 3. Ich bin nicht rot, ich bin nicht gelb. Das sind unsere Spielerfarben. Spiel ist zu Ende, sobald einer keine Luftballons mehr hat, für einen selbst. Den hier macht man auch stattdessen, oder? Den macht man stattdessen, genau. Und den macht man zusätzlich? Ja. Und den auch zusätzlich? Nein. Den auch stattdessen? Ja. Hast du gesagt, wenn einer keine Luftballons mehr hat? Ist für ihn das Spiel beendet. Ist für ihn das Spiel beendet. Weil du kannst unterschiedliche Luftballons haben, weil du die einsetzen kannst, aber nicht musst. Die setzt man zusätzlich ein? Den einen, ja. Den einen, ja. Aber also es gibt bis zu einem Zug Unterschied. Genau. Ansonsten dürfte es relativ gleich sein. So. Alles klar. Und es gibt immer mehr Züge nachher, wo man nichts machen kann, ja? Das kann vorkommen. Aber wenn du gar nichts machen kannst, dann bewegst du den Luftballon so lange weiter, bis du was machst. Dann darf ich nochmal. Feldweise. Ja. Haben aber nur im Uhrzeigersinn. Ach, feldweise, nicht nochmal. 1, 2, 3, 4. So, das geht da runter und darüber. Ich bin. Es gibt einen Grund, warum Hexfelder immer noch nicht so häufig sind bei so Taktikgeschichten und so weiter. Weil es einen immer wieder so ein bisschen verwirrt. Mhm. Das ist dann doch irgendwie weiter in die Richtung gehend, als ich es zumindest immer erst wahrnehme. Man braucht aber auf jeden Fall den Weg irgendwann, ne? Den Weg? Bei uns war der Weg als erstes weg. Aber das Spiel meinte auch der Erklärer, wäre sehr unterschiedlich laufen in allen Gruppen, wo er es gespielt hat. Mhm. Der Weg ist da unten. Das ist ein klassisches Spiel, wo der Anfang, da machst du irgendwas, der Mittelteil wird dann sehr spannend, weil da sind die ganzen Optionen auf dem Tisch und am Ende musst du halt mit dem leben, was da kommt. Also, ich habe
Weil ich mir auch dachte, nicht, dass man sich abschneiden lässt direkt. Was hast du gesagt? Das habe ich auch überlegt, ob ich erst, ne, einfach, ich hätte ja, wo bin ich? Hier hätte ich angefangen. Ja. Ich quasi hier irgendwo. Da, ja. Aber ich meine, da unten ist halt interessant, weil halt die anderen so da dran sind. Was hast du jetzt gerade gemacht, Ben? Ja. Ich mache mal mit der 1 ja, weiter. Ja, nächste. Was sind das hier? Paläste, nächste Hütte. Also, das ist ja so Doink und hier rüber, ja. Karl, bitte dich, die Kamera zu benutzen. Wofür? Für die... Um das Spiel mit dem Handy wahrscheinlich zu zeigen. Sollte jetzt hier nicht so fordernd werden. Ich nehme nochmal... Ich weiß nicht, ob mein Handy ist gerade. Aber mach das nachher, also, wenn wir die Plättchen rumgedreht haben, hier durch Augmented Reality die Ballons hier über dem Board erscheinen. Ja. Das ist hier wirklich drin. Wusstest du das? Das ist... Was ist da wirklich? Augmented Reality. Das heißt, man kann das so richtig so anfassen. Das sieht aus, als hätte ich es in der Hand. Ja nee, wenn du das hier dann mit der Kamera irgendwie anguckst, dann kommt hier ein Ballon raus. Ah. Hättest du gerne. Ja, sehr gerne. Ja, aber es ist so, da siehst du auch wieder, wie sich die Sinne aufeinander auswirken. Ne? Während ich das so sehe, habe ich wirklich das Gefühl, was in den Fingern zu halten. Fällt dir aus den Fingern? Hast du den jetzt vom Board genommen, oder? Ja, der lag da. Hier. Okay. Du bist dran. Da bist du erst, weil du hier dann vorbeigegangen bist, dahin. Okay. Ja. Das ist auch so ein Spiel, das fängt zügig an und mit jedem, der da liegt. Eins, zwei, drei. Hast du mein Handy gesehen? Warte mal, das ist. Tja, das ist nicht auf eBay. Der Weg. Kannst du es nicht anrufen mit deiner Uhr, die du nicht um hast? Die wahrscheinlich nicht geladen ist. Hast du das gemacht? Noch nicht. Das Lustige ist, dass ich die Punkte gerade nehme, die man auf jeden Fall einfach mal so sieht. Ja. Ah, ja. Aber. Da. Ich? Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, Mist. Doch, geht. Sicher, das glaube ich extra. Das ist ein extra Feld. Das ist ein Feld. Nee. Doch. Also, in der Darstellung. Das ist ein Feld. Das ist das Rand. Sonst hättest du hier nur eine Option. Das stimmt. Ah, okay, deswegen ist da die Ecke. Wobei das jetzt nicht automatisch dagegen spricht, das ist so. Ja, aber es sollen immer zwei gehen. Ja, genau. Man erkennt ja, wenn man da hinguckt, sieht man aber Hexfelder, obwohl sie nicht da sind. Ja. Oder? Ja, ich glaube, die Idee ist, dass der dann so steht. Genau. Dann funktioniert es mit dem Pfeil nicht mehr, aber ich glaube, dafür ist das. Ja. Guck mal, wie er sich clever gemerkt hat, wo der war. Mhm. Du. Du hast schon gelegt? Da. Wieso klappt das eigentlich bei euch, dass ihr jeweils daneben legen konnte? Nicht nur daneben. Auch noch. Auch dazwischen. Das ist ja noch nicht das übliche Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jetzt. Spannend. Jetzt schaltet Karl den Wegmodus. Ah, Gott sei Dank. Wie gesagt, Angst, dass er dich hier hinlegt, ne? Ja, wenn du mich schneiden will. Ja, naja, aber du musst da hinlegen. So, da nur zwei Optionen, ne? Ne, eine. Ich weiß dann müsstest du hier noch einen Weg gegen unter hinkommen. Das ist ja wie Hate-Drafting. Da naja. Weiß jetzt noch nicht, ob das Spiel das belohnt oder nicht. Ich hab schon gespielt, der hat Haushof gewonnen. Haushof gewonnen, mit 3 Punkten Vorsprung. Das ist ein Würfelspiel. Na gut, okay. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, stark. Obwohl, da kann ich ja da noch lang gehen. Du schließt jetzt genauso wie ich meinen ersten Zug, das ist dann... Dann machen wir doch das da. Drei Punkte und drei Regionen. Also ich könnte jetzt 1, 2, 3, ich könnte jetzt steigen lassen. Könntest du steigen lassen. Ich würde 8 Punkte kriegen, aber ich würde da hinten noch den 12. Ja, immer nur in dem Moment, wo man legt aus der Gruppe. 1, 2, oh. Das erste Mal, dass einer von euch beiden nicht angreifend legen kann. Das ist ja doof jetzt. Aber das natürlich mit dem ersten Platzierungen. Ich kann ja jetzt schon mal gucken, was die nächsten 6 Möglichkeiten potenziell sind. Aber das natürlich mit den Randbelegung auch schon so unwahrscheinlich gemacht, dass du benachbart legen kannst, oder? Wenn du hier in der Mitte bist, ist ja auch wahrscheinlich. Ja, ich weiß. Das stimmt. Hey! Ich leg mal da. Warum denn? Warum nicht? Weil das anscheinend ein Hate-Draft-Spiel ist. Hate-Platzierung. Ist zwar klar. Das ist Hate-Draft. 3, 4, 5, 6. Oh, keine Pfeile, dann darfst du leider keinen Ballon legen. Nee. Achso, nur Pfeile. Ich stand dann. Hast losgelassen, der ist leider weg. Dann gehe ich wohl dahin. Da kannst du nicht hinlegen. Weil das. Achso, ja klar, weil ich hier lang und hier lang gehe, dann lege ich dahin und ich lege dahin. Oh, das hast du jetzt schon. Den müssen wir auch auf die Rückseite drin suchen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Okay. Das ist zu leicht zuzubauen, glaube ich. Also je früher ich die verbraucht habe, desto weniger muss ich über sie nachdenken. Und wir sind ja hier für Geschwindigkeit. Ja, das ist später. So, das auch hier rüber und es wird später auf jeden Fall eine Gelegenheit geben, wo man ihn gerne hätte. Runter. Ja. Aber ich vermute, man hat
immer mehrere Situationen im Spiel, wo man den gerne hat. Na guck mal, da kann ich doch hier runtergehen, den da hinlegen und 12 Punkte holen, oder? Was ja, du? Aber dann was kannst du ja nicht mitscoren, wenn du hier noch hin willst. Ja, wenn. Kriegst du bestimmt hin. Wenn ich jetzt hier noch, wenn ich jetzt hier einen hinlege und dann den dritten hinlege und der schon aufgestiegen ist, ist das relevant oder ist das irrelevant? Das ist egal. Also ich kann in so eine Gruppe auch noch mit aufstiegen. Kannst du weiter von ziehen. Aber ich will ja, warte mal. Eine Gruppe und kleine Flotte. Flotte, Gruppe, was? Eine Flotte sind Gestalt, also Luftfahrt ist Gestalt, Gruppen sind Ballons, die da zusammenhängen liegen. Der Wind war, der war nur zusätzlich, ne? Irgendwo. Ja, oder musste auch. Nicht zusätzlich angrenzend an den von dir gerade gelegten. Der muss angrenzen, der Wind kannst du irgendwo in den stattdessen. Mhm. Dann lass die mal steigen. Mhm. Möchtest du das zeigen? 12, oder? Was? Also 4, 8, 12. Du bist bei 3, also gehst du auf 15. Okay. Genau, für alle, die es einmal so sehen wollen, so sieht der Ballon aus. So schick. Einen Monat später auf Etsy dann die Mini-Ballons für die Spieler. Und so sehen sie das mit also, selbst mit einem kleinen Röhrchen. Das ist bloß, wenn sie unten sind, dann gehen die noch so unten. So. Und dann. Bist auf jeden Fall. Ich würde das auf Etsy machen, wenn ich einen Etsy-Shop hätte. Ja. So, reicht. Aber schon geil, wenn man hier mittendrin steht oder live dabei ist. Die Screen-Cam ist auch an? Theoretisch ja. Ohne eine 1. 1. Ja, jede Menge Option. Oh ja. Nee. Ja. Auch gut. Möchte ich noch nicht starten lassen. Das wären aber 8 Punkte, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Oh, ist ja interessant, ne? Mhm. 3 Punkte. Mhm. Ah, diese Pavillon, die vernachlässige ich natürlich. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist das hier? Da runter? Darüber. Ich bleib dabei. Mit Nil-Thema hätte es besser funktioniert. Darüber. Aber was, da hat man dann, was hat man da dann platziert, frage ich mich. Was war das Thema? Nil, der weiß nicht, Bauernfelder. Die entweder im Nil stehen oder knöcheltief im Schwemmland. Das ist mein Glas, ja. Ich mach mal den hier hin. Hat am Geruch erkannt. Für 3 Punkte. Den da. Ah, und die müssen aber angrenzend liegen für diese Scoring-Geschichte im gleichen Gebiet. Oder egal wo. Nee, angrenzend. Einer Gruppe. Hey, aber das ist einfach noch runter. Ja, das sag ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also beide Ränder lang. Mhm. Ah, bam! Ja. Wobei das nichts extra bringt, wenn du daneben lebst. Ja. Ne? Außer er macht in dem Gebiet halt 3. Er könnte 4, jetzt seinen Zusatz. Alles gut. Deswegen haben Küchen keine Teppichböden. Du warst ja fertig. Oh, das sollte. Ich erinnere mich daran, dass wir daneben würfen. Wir machen das. Der lag auf dem Feld. Bewegen wir bitte um 3 weiter. 1, 2, 3. So, das ist ja. Das ist gar nicht mal so gut. Hm. Ja, du könntest du noch einlegen, das ist ja gut, um einen Punkt zu kriegen. Warte mal, das werte ich am Ende. Oder ich gucke, ob ich irgendwas anderes länger verbunden habe. Ne? Kann ich nochmal würfeln? Ben, hier könnte jetzt aber nur, also hier kann er nicht verlängern, weil er auf grün zeigt, aber das rot ist. Ne? Also er kann es nicht hier hinten verlängern. Ich könnte also hier hinlegen und das war's. Genau. Oder halt hier auch ran, ist ja auch gut. Ja, stimmt, da ist auch schon ein Startpunkt. Stimmt. Das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, das ist auch so unwesentlich die beste Option. Okay. Man kann irgendwie auch beliebig viel steigen lassen in seinen Zug, wie man will. Nee, das, wo du gerade angelegt hast. Das, 6. wo du gerade angelegt hast. Okay, da muss man also auch mal. 1, 2, 3, 4. Oh, das sind Lindplättchen dann gar nicht schlecht. 6, 6, 6, 6, 6, das ist hier lang, ne? Mhm. Oh, wie schade, dass Ben da schon liegt. Ja, aber. Wäre ja perfekt, wenn er jetzt nicht da liegen würde. Hat er gewusst, was er tut? Ich geh mal dahin. 3 Punkte. Du mit diesen Pavillons. 1, 2, 3, 4. Die Ränder, ist doch gut. Ja, aber heißt ja, du hast ja wieder die Ränder. Warum? 3 Punkte. 3 Punkte, ja. Guck mal, da ist er, klettert die Leiter hoch. So, jetzt kommt wieder der spannende Teil. Wir sollten wieder einen Würfel haben. 2. Das ist ja... Ich bin damit nicht so zufrieden wie ihr mit euren Würfeln. Man macht also inneren Frieden damit. Eben. Das ist ja wieder sonst wo. Das? Die hier, ne? Also geht das.
Lass uns teilhaben an deinen Gedanken. Oder kann ich auch aussetzen? Du musst. Hey. Bringt halt nicht so wahnsinnig. Naja, wenn du dann einen hinlegst, dann hast du 4 Punkte mehr. Ja, aber das ist ja auf jeden Fall nicht so effizient. Noch nicht. Du musst halt leben, wo der bitte ist. Das Leben ist halt ein Heißluftballon, da hast du nicht so viel Kontrolle drüber. Erinnere mich daran, dass ich mit keinem fliege. 1, 2, 3, warum nicht? Darunter oder darüber? Sag ihm das mal mit der Kontrolle. Ich meine, ich könnte natürlich hier auf diese Großwertung gehen, aber das. Weil je mehr ich hier hinlege, desto uninteressanter wird es ja für euch aus, als heißt hier diese Ränder und die Pavillons. Du willst ja eigentlich diese verbinden. Wieso? Naja, das ist die längste, glaube ich, oder? Achso, oder von hier oben? Von hier. Oder von hier oben? Einmal bis da runter? Das geht nicht mehr. Das gilt auch als Hilfe oder was? Achso, stimmt, wenn du hier. Es war ja von Pavillon zu Pavillon. Pavillon zu Pavillon? Nee, jetzt ist der längste Rand. Achso, wie sollte ich das mit den Pavillons nur können? Das weiß ich nicht. Mit dem Pavillon? Irgendwas mit Pavillon. Wenn du an allen dran bist, dann kriegst du 7 Punkte. Oh, und es war was am Rand liegt, gibt extra. Das ein Punkte, ein ne? Punkt wegen, gut, die haben steigen lassen. Gestartete. Genau, die haben wie stehen gut, lassen. Dass ich das schon wieder vergessen hatte. Voll drauf konzentriert. Ich könnte natürlich auch da unten drauf gehen. Warte mal, das ist der. Ich kann nur von der Mitte her starten lassen, ja? Der Weg hier. Das ja. Ja. Ich gehe mal hier runter. Das ist doch der Weg hier, ne? Dieser Weg. Als gehe ich da hin. Die Ballon- und Aufdeckmechanik, wie die bei dem Nil-Thema gewesen wäre, hätte mich interessiert. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Vielleicht Wasser? Boah, ja, das aber. Was lege ich denn da vorher? Und dann löse ich. Genau, also dass es irgendwie mit der Überflutung für Getreide wachsen lassen oder so zu tun hat. Du spielst ja nur gegen mich. Spiel nee, auch gegen Till. Till blockiert das schon, nicht. Du hast, Till war ja schon eigentlich. Das bist du, ne? Das war nur gegen mich. Ich dachte, du bist rot, sorry. Nee, glaube ich dir nicht. So. 1, 2, 3, 4. Das ist alles Mist. Boah, ist das... äußerst bescheiden. Das ist ja vollkommen sinnlos. Also. Drei Punkte. Ach ja, stimmt. Angreifen das erste. Das sind die Punkte, die ich mache in dem Spiel. Hey, wieso bist du? Was machst du in meiner Region? Deiner Region. Den Weg abschneiden. Ja. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Das geht da runter. Oh, da ist ja der Weg. Das ist eigentlich ganz gut. Klar, es geht bei diesem Spiel darum, dass wir Luftballons steigen lassen wollen. Wir haben hier einen mittleren Weg und man würfelt immer, man platziert den Luftballons in Sichtlinie, die Pfeile, die man da vielleicht auf dem Ballon sieht. Und dann kann man immer Luftballons starten lassen, muss man einfach in Reihen oder in Verbindung vom Mittelweg aus machen. Pro unterschiedliche Region kriegt man 4 Punkte und es gibt noch eine Gebietswertung. Der muss angrenzend zum gelegten liegen, ne? Genau. Ja. Und es gibt auch so Endwertungskarten, wo man am Ende bestimmte Sachen erfüllt haben möchte. Nein, wenn ihr Terra Mystica-Fans seid, ist das vielleicht nicht euch. Na, ich bin gefragt. Oh, jetzt so, ich würfel, dann gehe ich hier ein Feld voran. Jetzt dürfte ich entweder hier in die Reihe legen oder in die Reihe. Ich wähle diese Reihe. Um das zu verbinden. Um das zu verbinden, weil jetzt würde ich hier, wenn ich das wäre, nur 8 Punkte bekommen. Jetzt brauche ich eine 1, ne? Das reicht mir. Ich brauche eine 1, um mir zu blockieren. Du würfelst jetzt schöne 6. Achso, damit er hier nicht reinlegt, ne? 3. Ja. Leider kann ich das nicht verhindern. Genau, Karl kann jetzt in die Reihe oder die Reihe legen und hat jetzt hier schon mal sich gerade fette 12 Punkte gesichert. Möchtest du mal einsteigen lassen? Ja. Was ist denn? Der Raum ist relativ klein. Die Wahrscheinlichkeit, das in die andere Richtung zu verbinden, ist ja nicht so gewaltig. Ne? Mhm. Ich lasse die mal steigen. Genau. 12 Punkte, ne? Also bin ich bei 24. Besser den Ballon in der Luft als den Ballon am Boden. Okay, ja. Okay, man kann ja sagen, was man will über Donald Trump, aber er prägt halt geflügelte Wörter. Scheiße. 3, 4. Das ist da der Rand, ne? Das heißt, ich kann da... Gehe ich doch mal hier unten hin, oder? Warum eigentlich nicht? Das jetzt irgendwie noch dran zu verbinden, das bringt mir gar nichts, ne? Geht doch lieber darüber. In der Hoffnung, da. Ja, ja, das ist ja dann effektiver. Okay. Ich könnte natürlich den auch gleich benutzen, ne? Den Plusser. Den Plusser. Na hier, den hier. Achso, ja, kannst du. Den würde ich tatsächlich, glaube ich, auch nicht zu Anfang zu Ende nutzen, weil dann ist das Feld auch schon relativ eingeschränkt. Das ist ja meine nächste Region hier unten. Deine.
Na komm, ich leg den mal da rein. Und du scrollst drei Punkte, aus. Genau. Du wartest. Da war ich jetzt tatsächlich. Eins, zwei, drei, vier. Das ist nicht attraktiv eigentlich. Ja. Ne? Aber ob du nochmal dazu kommst, da hinzu. Ja, ja, das überlasse ich dem roten Gott mit den 21 Augen. Elf. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Die 21 Augen, oder? Das da, die Gesamtzahl, ja. So. 7 mal 3. 7 mal 3? Das ist immer 7 und das, ach so, das meinst du. 7 Pärchen, ja. Oder 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Naja, aber das ist halt 3, 7 mal 3 schnell zu rechnen, weil wenn du 1 bis 100 addieren möchtest, das ist 5050. 51. Ich glaube die. 6, natürlich. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja doch, 50 mal 101. Ah, siehste, hätte ich mal noch warten können. Was ist passiert? Du hast bis dahin gelaufen. Mhm. Du bist blau. Ja, und das sind neuen Startplatz. Keine Sorgen. Nee, der ist nicht. Na doch, der ist wieder kein Bändig. Nein, aber du hast Teil gar nicht. Dir bringt ja auch nichts. Dir bringt doch auch nicht so viel. Für mich bringt der halt auch nicht so mega viel. Nö, aber er kann potenziell was bringen. Er kann auch potenziell was bringen, wobei ich genau weiß, wo Ben sich auf grün hinlegt, weil das ihm noch 3 Punkte gibt. Wenn er denn da jemals drauf zeigt. 6. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier und hier. Oh, komm mal. Oh, Till, will meine Taktik probieren? Noch nicht. Aber lass mir noch ein bisschen Zeit. Also, du probierst ja absichtlich was anderes aus. Ja. Ich kann ja aber auch hier neben das Dingsbums gehen. Ja. Für die 3 Punkte, dann fehlt mir noch das, das und das. Wofür? Für die 7 Bonuspunkte. Ach, das gibt's auch noch, ja. Da kannst du noch abschneiden. Aber das meinte ich mit der Übersichtskarte für die Punkte-Sachen. Das mit den 7 Punkten für alle hatte ich schon wieder komplett vergessen. Da habe ich mir die 3 Punkte. So. Und eine Reihe. Eins, zwei, drei. Lauf drauf. Ah, das ist kacke. 7 Punkte. Doch, das ist super. Das ist ja voll gut für dich, ja. Da. Das ist richtig, das ist doch perfekt gewesen. Ja, das ist schon gut. Ich würde dir gerne starten lassen. Ich habe 8 Punkte gemacht, ja. Also und das geht ja da drüben auch noch. 4, 8. Das ist nicht ideal. Das ist quasi davon gezogen. Mhm. Will ich das wirklich starten lassen? Ja, also ja. Das wird's nichts. Also, zack, zack, zack. So, das sind hier 12 und da. Hier 28 Punkte. Aber schlecht gelegt. Hätten wir verhindern müssen, haben wir nicht. Mhm. Hallo. Ja. Ist das hier auch mit gestartet? Nee. Aber mit Mickey Mouse Ohren. Ja. Okay, oder? Dann jetzt habe ich auch hier. Durch hier eine Verbindung. Also ich brauche jetzt, was muss ich würfeln, um zu stören? 6 Punkte, 7 Punkte. Ja. Na, 3, 1, 2. Aber mehr habe ich jetzt in dem Spiel auch nicht. Mhm. Naja, ich meine, hier brauchst du einen 4, aber das ist auch nicht so stark. Da ist ja blau, grün. Also ich kann hier lang. Da ist alles voll, also musst du ja hier. Also muss ich, habe genau eine Option. Das ist natürlich stark. Ja, ist halt ein Knizia, ne? Knizia und ich, wir wissen, was wir voneinander zu halten haben. Okay. Spieldesign technisch. Eine 6. 1, 2, 3, 4. Warte mal, ich kann die auch lass du gleich noch 6. gestartet haben, weil das kann Sinn, noch die liegen zu lassen. Ja. Dann sind das 8 Punkte, ne? Mhm. So. Ich glaube, aber außerdem war es auch noch gut, mir die 7. Also, ne, ich muss jetzt eine Beteiligungsmarke da reinlegen, um hier die 7 Punkte noch zu kriegen. Ja, also, was nicht so. Kannst du jetzt gerade noch nicht machen. Vielleicht würfelst du auch nie wieder, dass du eins dieser 4 Punkte hast. Das kann durchaus. Ist das möglich? Das geht ja hier runter. Bis dahin. Den hast du schon. Ja, ja, aber da kann ich jetzt anfangen, die mehr, da das große Ding zu machen. Das stimmt. Ich glaube auch, dass das. Ich könnte aber auch hier rein. Ne, das bringt auch nicht so viel. Na, du könntest den nicht starten lassen. Den hast du nicht mit rumgedreht. Oh, warte mal, stimmt. Ich hätte ja. Das noch mit dazu nehmen können. Das dazu nehmen können für 4 Punkte mehr, weil das ist ja ihr zu. Ja. Für den Hinweis. 4. 4 extra. Da bin ich ja schon. Okay, gehe ich mal. Steht da drauf? Runter. Studentenfutter mit Rosinen und Erdnüssen. Sie meinten Rosinen mit Studentenfutter, oder? Ja, die haben es vielleicht auch noch oben. Das ist immer diese Verteilungsgeschichte. Ja, das ist auch bei Müsli. Bei Müsli, ne? Am Ende hast du Sachen nur noch Rosinen. Ja, aber in einem Rosinen-Müsli ist sowieso viel zu viel Rosinen, hoffe ich. Das ist, weil es das Billigste war, was ich kaufen konnte wahrscheinlich. Ja, aber ist nicht so, dass die großen Sachen nach oben transportiert werden? Also müsste am Ende echt nur noch, also wenn du es dann, wo du es nimmst. Entscheidend. Ich glaube, der Umfang ist, also das Volumen. Und das bei Müsli auch ganz oft so, die Nüsse und so sind meistens oben drauf und unten. Also die soll Flocken. Etwas, was kleiner ist, aber das schwerer ist und unten liegt, sich nach oben arbeiten. Ja, kleiner nicht, wenn es kleiner ist, dann ist es weiter unten, wenn es größer ist, weiter oben.
Und die Rosinen? Aber wenn das Größte ist unfindig, wie soll es sich nach oben arbeiten, wenn es auch noch schwerer ist? Na, weil die kleinen Sachen dazwischen rutschen. Ach so, das meinst du. Ja, ja, ja. Aber da gibt es, ich weiß nicht, ob das das Böhrcher-Prinzip ist oder was, gibt es tatsächlich so ein Ding. Dass wenn du Müsli halt lange noch schüttelst, dass die großen Sachen nach oben kommen. Der Flüssigkeiten ist ja wahrscheinlich das gleiche, bloß in kleineren Maßstäben. Wo hast du hingelegt? Da. Ja, dann, passend gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siehst du? Jetzt hätte ich es zumachen können gegen dich und jetzt ging das nicht. Ja, Conny, die bleiben besetzt, die gestarteten Ballons. Die bleiben liegen. So, du kannst da rüber. Du kannst natürlich. Achso. Dieser Hass auf Rosinen seit Jahren. Also ich könnte hier hingehen. Oder da für drei Punkte. Den ich niemals gestartet noch kriege, den einen, den da liegt. Oder ich gehe einfach mal hier für drei Punkte. Ja. Dann würfel ich mal. Wobei ich kriege ihn vielleicht. Eine zweite Kiste. Den kann man auf irgendeinen legen, statt dass man einen von denen legt. Dann hätte ich natürlich. Stimmt, aber ich komme dann ja nur auf den. Das also trotzdem nicht wo man darf. Wo man darf. Ja. Okay, ich habe zwei gewürfelt. Eins, zwei. Oh, wieder die Ränder. Oh, das ist natürlich. Das ist gut. Warum? Nichts. Also jetzt hierfür, dafür? Nein, na das doch. War ich gar nicht. Klar. Das war wirklich nicht, aber ist egal. Nee, was meinst du denn? Warte mal. Da bringt mir auch nichts. Hier hinten, da in die Ecke. Auch nicht. Nee. Da bringt es mir auch nichts. Weil ich auch nicht. Ja, zum Starten lassen, das ist mir viel zu glücksabhängig. Hier? Ja, aber du musst ja da noch online reinlegen. Du kannst doch das hier alle starten lassen. Ach stimmt, die sind noch nicht gestartet. Ja, ja, sorry. Ich dachte, die wären schon gestartet. Ja. Dann wird es natürlich das besser. Willst du das oder? Ich? Fahren? Kann ich doch jederzeit machen. Also, nee, wenn du ja, da hinten. Alle Wege führen da runter. Er hat ja sowieso vor, mindestens dahin zu legen. Und der gibt dann direkt vier Punkte? Ja. Nee, drei. Vier, ja. Eins, zwei. Also schlecht gespielt dann natürlich. Ich bin ja mal in meinem Schuld, auch in meinem schlechten Spiel. Abo schlecht gespielt. Ich lege hier einen hin. Und ich habe wenigstens gut geschlafen, hatte keine Albträume. Ja, alles super. Dann kriege ich 6 Punkte dafür. Wo legst du, kriegst du 6 Punkte? Hier 6 Punkte. Ich darf jetzt hier hinlegen, weil ich diese Linie sehe, hier einen in der gleichen Region habe. Ich kann hier legen. Ich lege jetzt angrenzend zu einem Pavillon und habe eine Dreiergruppe, sind 6 Punkte. Dann hätte ich ja den vorne auch schon hier hinlegen können, für die 4 Punkte. Ja. Das heißt, es wird für mich. Okay, na gut. Hab schon. Aber es sind trotzdem mehr auf. Hab schon. Hab ich nicht gesehen. Ja. Sechs. Oh, das war mir. Wieso habe ich denn immer so Zahlen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kannst du das T blockieren? Wollen oder können? Nee. Kann ich glaube ich nicht. Na doch, hier mit. Na, nee. Was bringt mir das? Nee, nicht? Ich glaube, ich bin wieder an einem dieser Punkte, wo das nicht so viel sinnvolle Rolle zum Legen gibt, ehrlich gesagt. Nee. Also ich kann da hinlegen. Hey, hey, hey. Das ist gut. Bringt ihm aber keine Punkte. Nee, das sind keine Punkte. Aber, ja, aber... Dann würde ja hier mehr Sinn machen, weil da hast du Chance auf eine Dreiergruppe. Ja, hier auch. Wo hast du gesagt? Nee, was meinst du? Ich komme ja nicht hin. Achso, da kommst du gar nicht hin. Genau, also ich habe gerade keine guten Optionen hier auf diesem Feld. Also potenziell, dass man hier das zubaut, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so wahnsinnig hoch. Das heißt, du bist... Ja, ich lege das da ein. Das beschränkt vielleicht auch seine Chance auf mehr Punkte. Cinco. 1, 2, 3, 4. Ich habe immer noch mehr ein Gefühl von größerer Kontrolle als bei 30 Anschuss. Du bist ja hier, also könntest du jetzt auch hier. Das könnte ich, aber ich könnte auch mir das da drüben holen. Ja. Das wäre optisch, also da hast du es safe. Und ich hätte, warte mal, ich hätte anstatt hier zu liegen, auch da liegen. Nee, ich müsste auf den zeigen. Ich hätte auf den zeigen müssen. Du musst auf den Ballon zeigen. Verdrängen. Hier kannst du immer freilegen. Also eine ganz schlechte Option hast, lieber das nehmen, weil besser später vielleicht keine schlechte Option. Ich weiß nicht, ob es nicht schlecht ist, war. Wahrscheinlich wäre hier potenziell auch was möglich gewesen, weil ihr da, glaube ich, auch nicht mehr hin wollt. Wenn ich jetzt den Rand mit der Seite verbinde über den Rand dort unten, das zählt nicht, ne? Aber wenn die so lang laufen würde. Nein, das wäre ja eine Verbindung von dem Rand. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das zählt, aber. Also du meinst von hier. Oder ja, oder und dann, irgendwo von dieser Seite, genau über den Weg dort unten. Ja, dürfen du ja mit dem Rand hier vorbei. Ja, ja, ja. Deswegen, die Zwischenschritte, die würden ja immer. Ja, ja. Wenn du hier jetzt noch eine Reihe legen würdest, dann würde es gehen. Der ist doch mit dem Rand verbunden. Alle anderen dürfen mit keinem Rand verbunden sein in der Linie. Du hast ja sofort eine Verbindung mit dem. Genau, du darfst ja aber aussuchen, welche Ränder du verbinden möchtest. Unabhängig von deinen. Also angenommen, das hier bleibt so. Das hier ist abgeschnitten, ja? Und er legt noch hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin.
wäre er dann mit dieser Seite hierüber verbunden, ja, und darüber hier. Also wäre das dann der längste Weg. Wenn das wäre, ja, aber du kannst dann, wenn du sagst, ich möchte gerne den Rand mit dem Rand verbinden, musst du dann trotzdem den kürzesten Weg möglich machen. Ja, aber jetzt angenommen, dass das hier irgendwie getrennt ist. Genau, wenn halt die dann hier vorne liegen, dann ist ja jeder, der hier vorne liegt, immer schon näher an dem, genau, an dem Rand als der. Ah, okay. Aber ich könnte sagen, das ist der Denksfehler gewesen. Aber ich könnte ja sagen, ich will den Rand mit der Seite verbinden. Mhm. Und dann geht es doch da unten lang. Nee, dann bist du ja mit dem Rand hier verbunden. Du darfst dabei keinen der anderen Ränder berühren. Ich glaube, das, ja. Ich prüfe. Okay. Insofern haben wir beide noch eine Menge Arbeit zu tun. Ja, ja, deswegen. Weil Ben die Mitte ja zumacht. Ja, ja. Aber ich hatte es auch schon wieder vergessen, dass das ist. Check if you have connected two edges of the board. Choose exactly one of the connections and score it. Man sucht sich ja aus, wie man haben will. Count the minimum number of balloons need to connect the edges. It will, also du könntest von hier darüber nach da gehen. Das ginge. Anscheinend, wie ich das hier lese. Okay. Diese Randfälle sind immer. Aber ich nehme dann trotzdem mal den hier, weil dann, wenn. Mal gucken wir mal. Mhm. Und das mit dem Hinlegen mal unabhängig davon, wie groß, ob die gestartet sind oder nicht. Wenn ich doch wirklich die Zahl für 4 gebraucht habe, dann hinlegen. Wenn ich jetzt hier einen hinlege und die sind schon gestartet, dann kriege ich trotzdem die 4 Punkte. Also lass die jetzt hier starten, weil mehr Punkte kann ich hier mit nicht machen. Wir dann genau 4, 8. Dahin gewürfelt hat, wohin. 12, 16, 20. Da ist es. Es müssen ja mindestens 3 sein, ne? Ja. Direkt im nächsten Schritt. 20. Mal. 46. Ich nehme mir einen Sack. Ich merke mal ein bisschen Ballast ab. 1, 2. Ich gucke nochmal die. Das ist so bedingt gut, ne? Ich könnte mir vor allen Dingen, das ist natürlich jetzt, das wäre für dich eine schöne Verbindung. Also in diese Pavillon-Geschichte will ich eigentlich nicht mehr einsteigen. Ich eigentlich auch nicht. Die 7 Punkte sind, glaube ich, nicht so viel wie andere Punkte. Mhm. Wobei man da zwischendurch auch immer die 3 Punkte macht. Aber komm, ich leg mal hier hin für 3 Punkte. Du ja noch an 2 Pavillons ran. Mal gucken, ob das sich mit dem Würfel. Warte, dann lege ich auch noch. Vielleicht den hier. Ne, ich muss ihn angrenzen, einen Ding, den ich gerade schon gelegt habe. Dann nicht, dann hast du mal. Ich habe nur 1 gewürfelt gehabt. 1. 3 Punkte. Weil ich sie angrenzend lege. Mhm. Ich meine, ist optimal gelöst, wie du hast. Aber was soll's. Dadurch, vielleicht habe ich die Chance auf diese 1, 2, 3. Und das über das da werfen. Dann auf das Hill. Krass, guck mal hier in dem Beispiel. Oh. Also hier steht nicht, ob das über den Rand geht oder nicht. Hier wäre auch cool gewesen. Für mich, ja. Nee, für mich. Nee, nee. Du nicht mehr da drin. Nee. Hier, guck mal da bei dem Beispiel. Mhm. Da gibt es hier oben eine Verbindung von 4, man kann aber trotzdem den Weg nehmen. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Farben, oder? Nee, das sind beide gleich. Achso, das sind gestartet und nicht gestartet. Ja, ja, genau. Also kannst du, selbst wenn der Weg hier der kürzeste ist, um die Seite mit der Seite zu verbinden, so wie wir es jetzt eigentlich verstanden hatten, den anderen Weg nehmen. Wenn das nur, ich weiß nicht, ob das eine aktuelle Regel ist, oder? Choose exactly one of the connections and score it, ja. Du suchst die eine also Verbindung, Connection aus. Darf die Verbindung über den Rand gehen? Das aber die Verbindung Frage. Muss dann. Also über eine andere Kante. Darf man auch Slalom machen? Was da steht. Dann darf man auch Slalom machen. Choose count the minimum number of balloons needed to connect the edges. Okay, also du suchst 2 Seiten aus und dann musst die kürzeste Verbindung. Ja, in einer Verbindung. Also du kannst halt irgendwie nicht, wenn du jetzt hier so einen Block hast, sagen, du gehst diesen Weg, sondern du musst dann schon irgendwie den Weg nehmen. Hm. Du kannst innerhalb des Weges keine Abkürzung. Wenn Umwege du 2 gehen. Mögliche Wege hast, darfst du aussuchen, welchen wir meinen. Habt ihr das gerade schon gewürfelt? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es ist auch egal. Du würfelst eher, was du brauchst. Außer du hast vorher geguckt, nee, dass nee, es nicht gut ist. Nee, das war, darauf wollte ich mich gar nicht einlassen. Dann ist es eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hallo Petra. Guck mal, das ist eigentlich ganz schön da unten. Da ist was schön. Na, hier. Da kriegst du 3 Punkte. Wenn ich da hingehe? Achso, weil hier schon. Ah, stimmt. Aber da kann ich potenziell. Ja. Da kommst du nicht hin. Ja, du stehst ja da. Ah, rein. Danke. Hier rüber. Aber ich könnte natürlich jetzt auch hier das nutzen, um den da reinzulegen. Ja. Für die 3 Punkte hier. Und du bist rot, ne? Ja. Mhm. Weil ich ja da bin, da bin, da bin, da bin, da bin, da bin, fehlt mir noch der da. Mhm. Das kann ich ja noch später machen. Mir fehlt nur noch einer, aber ich habe auch noch diesen kleinen Ballon, den ich dafür wahrscheinlich brauchen werde. Aber die Gruppe kann ich ja nicht so groß machen. Das sind ja 3 Punkte, maximal 4. Also das sind aber auch 3 Punkte mit Aussicht auf 7. Da kommst du ja nicht ran.
hier kann ich mit dem Beteiligung. Mit dem Einsatz, ja genau. Ja, das ist natürlich eine. Und ich kann den lege ich zusätzlich oder lege ich stattdessen? Alles stattdessen, außer dem Plusballon. Außer dem Plusballon, okay. Stattdessen außer dem Plusballon. Die beide noch? Nee, den hast du auch schon verbraucht. Ben hat den noch. Ich hab den noch. Ich hab noch alles. Ah, nee, ich heb ihn immer noch auf. Ich nehme mal die 3 Punkte. Hallo Mutter. Oh, hallo. Ich rufe dich irgendwie später an. Das hat gerade mal nicht so gepasst. Ja. Habe ich ja. Nur Minis nicht anfassen, gegeben. Wurde mir beigebracht. Von Token hat keiner geredet. Was sollst du nicht anfassen? Minis soll man nicht anfassen. Also zumindest wenn es Markus sind. Oder von Freunden von Markus. Okay. Beim Spielen oder allgemein oder? Beim Zombieside-Spielen. Ich nehme den Ballon okay. hier und davon ausgehend lege ich hier hin. So rum für 2, 4, 6 Punkte. Ist das auch so eine Taktik schon wieder? Stimmt, warte mal, dann hätte ich doch aber auch. Wo stand ich vorhin? Ich fühle mich blockiert. Und jetzt ging es. Was hast du jetzt gerade gemacht? Ich habe. Ja, mich blockiert und dabei Punkte gemacht. Mhm. Und 4 Punkte gekriegt, oder? Nee. Das sind ja 2, 4, 6 Punkte gekriegt. Achso. Mhm. 2. Nicht schlecht. 1, 2. Ach, guck mal. Die das ist deine Echo, das ist die Karl sagt. Da hätte ich schon 5 reinlegen können. Und jetzt, also ich habe im Prinzip, also das hier ist das Einzige, was irgendwie interessant ist. Da ist nichts für mich Wichtiges dabei, nichts, was bringt. Das ist ja richtig kacke. Ich könnte hier. Auch hier war so eine Gruppe anzufangen, oder? Ja, aber. Fühlt sich nicht so teuer an. So viele Steine sind das jetzt auch nicht mehr. Ja. Also ich weiß nicht, wo ich hier Punkte machen soll. Kann ich das jetzt? Ja, wenn deine Mama freut sich auf Essen. Springen. Sehr gut. Essen? Essen. Es bringt einfach nichts. Wann fahre ich denn da hin? Wieder weg, okay, aber das ist da hingelegt, ne? Mhm. 2, 1, 2. Guck mal. So viel zu würfeln. Kniet's ja. Rum, oder? Mhm. Wenn er mal mit Würfel arbeitet, kriegst du alles. Quattro. 1, 2, 3, 4. So, eine 2. 1, 2. Wieso wäre ich so schlecht? Da könnte ich jetzt auch den hier nehmen und dann hier hinlegen für 4 Punkte. Aber will ich das wirklich? Da wären es auch 4 Punkte. Da habe ich über Möglichkeiten. Ich nehme den für 4 Punkte. Kannst, da bist du, stehst du hier, ja, ne? Den? Den hast du gerade hingelegt oder den? Natürlich nimmst den du den, weil du da gleichzeitig auch mich blockierst. Der im gleichen Gebiet verbunden ist. Das ist immer die erste Sache, nachdem ich gucke, nachdem ich gewürfelt und gespielt habe. Wen kann ich blockieren? Sinnvoll blockieren? Bis jetzt ist der Fall nicht eingetreten. Danach gucke ich nie. Ja, ich achte nur auf mich. 1, 2, 3. Ich kann nach da unten legen, was nichts bringt. Und ich kann gerade durchlegen, was auch nichts bringt. Cool. Das bringt ja nichts. Du bist Dings, ne? Du könntest hier für 3 Punkte. Also ich kann abweichend von da rüber legen. Ne? Ja, du kannst hier, ja. Ich könnte aber auch hier ranlegen. Hier für 3 und da hast du hier Chance auf richtig große Gruppen. Da kannst du nachher oder so. Für den Rand, ne? Aber du kannst den nicht starten lassen. Aber ich verbinde auch keine Ränder. Also wie soll ich Ränder miteinander verbinden? Nee, ich meine doch hier. Ballons, die gestartet sind, machen 1 Punkt, aber die werden ja wahrscheinlich starten da unten. Fertig. Das da kriegt ihr natürlich hier richtig viel Punkte. Uno! So, wo lassen wir denn jetzt einfliegen? Da gehen wir da rüber. Die Frage könnte von Markus sein. Hier runter. Das heißt, hier muss ich hinlegen. Hier, ich bin da rot, ne? Jetzt die Office spielen wir Mittwoch vermutlich. Ja. Ich würde jetzt also aus dem Stand sagen, dass da nicht so viele nützliche Sachen dabei sind. Nee. Da kann ich aber auch sagen, ich lege lieber einen irgendwo hin, oder? Mhm. Wie irgendwo hin? Achso, den Windballon. Den Windballon. Ich könnte jetzt. Ich bin natürlich unclever, aber ja, egal. Aber jetzt hast du natürlich immer den Weg für mich länger gemacht, ne? Mhm. Weil jetzt müsste ich ja theoretisch, um da rüber zu kommen, bis hier runterkommen. Vorher hätte ich aber nur hier hingemusst. Mhm. Jetzt muss ich, obwohl, das, nee, der Weg ist gleich geblieben. Aber will ich da hin? Das ist rot, das ist nicht so schön. Ja, man kann Rollt schon kaufen. Spannend. Mm. Ich dachte, das wird erst auf Messer raus. Oh, ich hab nur 6 Ballons. Das senkt natürlich den Druck des Spiels. Aber ich finde, irgendwie das darauf zu gammeln mit meinem Windballon finde ich irgendwie doof. Ich glaube, dann nehme ich lieber. Warte mal. Kannst damit auch 4 Punkte machen. Hm? Kannst damit auch 4 Punkte machen. Na, hier sind sogar 5. 5 Punkte. Nicht so mega, aber hier, da werde ich die nicht noch alle hinlegen können. Ich will auch so viel nach, das schafft doch nicht. Ich nehme mal die 5 Punkte. Ich mache in den beiden Extrawertungen, glaube ich, 1 Punkt. 5.
Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5. Man muss von der Mitte aussteigen lassen, ne? Ja. Okay, also mache ich einen Punkt in der. Den lege ich dann auch schon weg, ne? Oder lege ich den da unten drunter oder was mache ich mit dem? Weil ich den Wind eingesetzt habe. Den Windballon. Was hast du denn? Ich dachte, das anstatt das. Nein, nein. Zusätzlich. Ja. Zusätzlich. Den Windballon legst du stattdessen. Nein, also machst du. Ich habe jetzt. Nicht den Windballon. Punkt. Genau, das ist der da. Ja, das war's. Achso, das also hat einen zusätzlichen Ballon. Genau. Er macht nicht. Ah, okay. Ich dachte, man musste dafür einen anderen normalen abgeben. Okay. Das ist natürlich so draufgelegt. Hier, ich nehme doch einfach mal den Pavillon mit für 3 Punkte. Das ist doch so wieder 1, 2, 3. Ja, auf dem. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Was ohst du denn? Das bringt ja nichts. Klar, das sind 4 Punkte. Nee. Doch. Achso, ich kann ja da benachbart Ding. Irgendwo benachbart, ne? Naja, ja, in dem Gebiet halt. Genau, ja, ja. Das sind sogar 5 Punkte. Da meckert er, aber irgendwo 5 Punkte gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Du hast. 2. Wer macht da eigentlich Rosinen rein? Ich kann meine Gruppe auch größer machen. Die hier, ne? Mhm. 4. 5. 6. 6. 6? Ach, der. Der liegt, glaube ich, auch so tatsächlich. Achso, ja, ja, genau, ja, richtig, ja. Ja. Den hatte ich gestartet, hingelegt, der ist ja auch. 4. 1, 2, 3, 4. Wupp. Nicht so geil. 3 Punkte. Ja, aber ich komme nicht an alle Dinger mehr ran, glaube ich. Hast du noch den Windballon? Das ist ja noch kein Problem. Der hat mir toll zu. Danke. Einfach so, danke. Wirklich nett von euch. Du machst schon mehr als genug Punkte in der Endgame. Also, du bist, glaube ich, der Einzige, der diese Enddinger da halbwegs berücksichtigt hat. Ja, ich habe hier unten die am Rand gestartet sind. Die aber noch nicht mit irgendwas anderem verbunden sind. Nee, aber die hier für die Wertung wäre. Am Rand, müssen am Rand sein und gestartet sein. Stimmt, das hast du. Also, ich. Naja, ein bisschen. Ich leg mal den dahin. Und dann den hier hin und dann lasse ich das Ding hier starten, auch wenn das totale Verschwendung ist, aber 12 Punkte, was soll ich tun? Dann totale Verschwendung, sind nur 12 Punkte. Und der sind auch nur ein mehr, also 13. Sind 4, 8, 12 Punkte. Den lässt du liegen, oder? Ja. Muss ich setzen. Da. 12 hast du gesagt? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, da geht nichts. Und dann gerade durch, aber dann kann man ja angrenzend legen. Irgendwo angrenzend. Also irgendwann ist klar. Boah, das sind jetzt fette Punkte. Also über das Ding gewinnst du. Du hast ja einen Beteiligungsmarker noch, ne? Ich werde irgendwas Bestimmtes machen. Wenn er jetzt auf den Weg zeigt, könnte er. Ne, da kann ich hin. Hm? Aber du könntest hier mit zwei. Nee, da kommst du nicht nur. Mit was? Mit zwei? Nee. Ja, aber hier mit dem Beteiligungsmarker könntest du hier noch die beiden Seiten miteinander verbinden. Genau, ich müsste bloß in den nächsten 4 Zügen exakt würfeln und niemand anders was hier. Ja, aber jetzt den Quatsch. Nehmen, das, also den, da hast du viele Chancen, den zu treffen. Weil der zählt dann auch wie belegt, also man kann den auch benutzen, um von dem angrenzend sonst legen. Wenn man jetzt den hinlegt. Und du kannst auch den Wind belaufen. Nee, du kannst auch so dahin legen. Wind hat er auch noch. Naja, 6 Punkte. Ach, das ist der 80er. 4. 1, 2, 3, 4. Da, nö. Was wirklich gut ist, da runter. Da muss ich jetzt hier hinlegen oder was? Da zeige ich auf den, da kann ich. Doch, da könnte ich hier angrenzend legen, ne? Sehe ich das richtig? Ich könnte. Ne, da kann ich angrenzend legen. Der zeigt. Doch, ne? Zeigt auch den grünen, also lege ich den da hin. Ich verstehe gar nicht, warum Chat so eine andere Stimme in diesem Spiel ist. Ich mag das voll. Das Würfeln, gucken, ein bisschen platzieren. Das könnte den Leuten nicht gefallen, weil es ja eigentlich davon lebt, dass du andere Leute zubaust. Also es ist auch eins. Dann vielleicht nicht für jede Familie geeignet. Ja, ja, aber. So, ich kann nicht, deswegen geht der Luftballon ein weiter. Ne? Weil ich kann hier nirgendwo legen, ich kann hier auch nicht irgendwie angrenzend legen, ich kann hier nirgendwo hinlegen. Du könntest da unten legen. Ja. Ha, dann mache ich das doch, weil ich kann auch, den muss man nicht benutzen tatsächlich. Ist das so? Aber das ist natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Punkte. Das sind 7 Punkte, nehme ich einfach mit. Nicht da. Auf das Wenn auf grün. Wenn auf grün. Achso, auf grün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah, in dem Gebiet 7 Ich müsste Punkte? Ja vor der Endabrechnung irgendwo deutlich vor euch liegen.
dann lass doch mal einsteigen. Ja, ich kann nichts mehr steigen, ich bin ja zugebaut. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist natürlich mega kacke. Das ist hier und das ist da. Das ist ja großartig. Hab Anna. Hallo. Okay. Das ist dann wohl der Zeitpunkt, in dem man den Windballon steigen lässt. Also Unfair wird auf der Messe nicht auf Deutsch rauskommen, soweit ich weiß. War nirgendwo bei B-Rex gelistet. Und Funfair ist ja Anfang des Jahres, Unfair ist Anfang des Jahres rausgekommen und alles, was ja in diesem Jahr rauskommt, ist sicher als neu. Das müssen ja nicht nur Sachen, die ganz frisch rausgekommen sind. Egal, ich gehe dahin, dann kriege ich dafür 1, 2, 3 Punkte. Was hättest du gern? Cola. Ja. Richtige oder ja. Den komischen? Richtige. Aber so, kriege ich jetzt sofort alle die sieben Punkte oder am Spielende? Fahren sogar deinen nächsten Zug oder? Ich versuche nur zu verfolgen, was Karl macht. Ach so. Kriege ich jetzt sofort die 7 Punkte oder am Spielende? Ja, ich sofort geben, dann vergiss das nicht. Hier alle den Wind hingelegt. Boom. Und dann bist du schon recht. Ja. Danke. 1, 2. Ich finde es lustig, dass der auch die Dankeschön. Beiden Seiten hat. Hier kann ich nicht angrenzend legen. Nach dem musst du ja starten lassen, oder nicht? Mit dem redet er. Ich könnte jetzt einfach sagen, ich gehe hier hin, oder? Wo? Ja? Hier hin. Ja. Für 3 Punkte. Könnte ich aber irgendwie noch den Weg. Ach ja, die Ballons gibt es ja auch noch. Vielleicht komme ich doch noch an alle Pavillons ran. Nein. Nee. Also ich glaube, technisch möglich ist es noch, aber... Ja. Ich gehe mal hier. Da kriegt er 3 Punkte. Zieht er noch weiter davon. Nein. Davon ziehen, so viel Zins. Nicht an. 4. 1, 2, 3, 4. So. Geil. Leider ist das grüne Ding schon, der hat nämlich komplett blockiert. Da das ist genau für das Feld, auf das ich gerne gekommen wäre. Oder? War das hier nur? Mhm. Nee, das ist nicht. Eins kürzer. Hm. So, ich habe das Gefühl, es ist an der Zeit für diesen Ballon. Die Frage ist nur, wohin, weil hier ist ja schon alles zu. Hier, da. Nee, irgendwie ist jetzt nicht auch so sexy, ne? Gibt gerade keine wirklich geilen Optionen. Hm. Kannst du ihn hier hinlegen für 4 Punkte. Was hat er da auch überlegt? Da kann er ihn für 4 Punkte. Du hast deinen Beteiligungsballon aber auch noch. Ne? Den habe ich auch noch. Der bringt mir da nicht so, obwohl. Kannst du dich an deinen eigenen Ballons beteiligen? Nein. Und wir müssen ja hier, also noch hier um wieder noch 8 Punkte oder so zu machen. Also hier mit Karl hat das Spiel gewinnen, wo er Spiel Gott sei Dank vorher zu Ende ist. Womit hiermit? Damit, das sind ja ohne Ende Punkte noch. Ja, ich habe doch bloß noch 2 plus 4, das. 6, ja genau, das sind dann 17 Punkte, das ist schon nicht wenig. Das wäre nicht so schlecht, ich mache am Ende nämlich nur ein oder so über die Endwerte. Weil er beide legen kann, das sind jetzt 2, 4, 6, 8, hast du dann 9, ja, 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 ja. Dann bin ich ja gerade mal bei Till. Das reicht nicht. Ich bin da dran, da nicht. Das Windteil konnte ich nicht nehmen, aber ich musste das Windteil dahin legen, um diese 10 Punkte zu machen. Das wäre fast noch gut. Was wäre noch gut? Na, hier einen hinlegen, da eine Beteiligung und dann starten lassen. Du tust so, als ob man sich das ausdenken könnte. Nee, ich sage nicht, das sollst du jetzt aber machen. Das sind auch nur 8 Punkte. Das sind dann 12, weil dann auf 3 Territorien. Ach, der da außen auch noch. Genau, und die hier außen sind auch nochmal 3, sind 15. Also muss ich zweimal schaffen, dass es irgendwie hier drauf zeigt, dass ich es da hinlege, um starten zu können. Ja, bei 3. Naja, falls du nicht diese Option hast und dass das eine kleine gute Option ist, aber hier noch eine Möglichkeit besteht. Genau, ich lege jetzt erstmal einen dahin und hoffe, dass ich dann die anderen beiden. Naja, das fühlt sich immer nicht so gut an, ne? Aber ich glaube, dass das. Genau. Jetzt ist das nicht. Aber du musst ja da reingehen, ne? Oder? Ich lege den dahin und starte den. Den muss er gar nicht. 4.1. Womit startest du denn? Nein. Achso, das ist gar kein Ding. Ja. Du bist eins verrutscht. Ja. Naja, aber dann mache ich das einfach so und starte den. Na, starte ich den schon oder nicht? Nö, starte ich noch nicht. Aber dann brauche ich auch nicht den da hinlegen, dann lege ich den. Alles gut. Nächster. Gut, jetzt können wir die Option dann auch. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ja. 6. Habe ich keinen Luftballon mehr? Doch, den. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, ja, siehst du, ist gar nicht so gut. Mhm.
Nee, stimmt, sind nur 2, 4, 6. Ich muss ja auf eins der möglichen. Nee, ich könnte hier angrenzend legen, ne? Weil ja, der da ist, kann ich da hinlegen. Naja, dann ist das nee, das stimmt, ist gar nicht so gut. Ich dachte, ich müsste jetzt hier oder hier hinlegen. Ich so voreilig. Ich? Ich hab auf das Regel, was du abschließend gesagt hast. Du hast gesagt, nö, ist so schlecht. Ich hab gedacht, ich kann dir da nicht hinlegen. Nee, du voreilig warst du. Ja, Punkte hast du schon genommen, oder? Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Guck mal. Na, Karl? Ich muss das jetzt rausarbeiten. Ja. Außerdem, mal gucken, ob ich da noch hinkomme. So. Dann habe ich ja immerhin auch zwei Ränder auf einem dünnen Weg miteinander verbunden. Wo habe ich den vorhin gelegt? Dahin, oder? Hier oben. Nicht hier oben, ne? Da ich habe doch ein paar Punkte in der Entwertung jetzt. Jetzt bin ich verbunden mit zwei Rändern. Hoppa. Endlich. Hoppsi. Ja, auf 4 Schritten. Aber immerhin. So. Das bringt mir eine Gorne. Schandweg ist auf Deutsch, okay. Was? Wusste ich, wenn das Schandweg schon auf Deutsch gibt. Ich wollte hier gerade ein H wegnehmen, aber was ist der Aber da ist ein H. So, deinen Rand zu legen bringt mir gar nichts. Ich könnte hier hinlegen, das bringt mir auch nicht wirklich was. Potenziell vielleicht 3 Punkte. Und es schränkt deine Option ein bisschen ein. Das. Obwohl, nee. Das? Ja, nee. Ich hab noch Möglichkeiten hier. Aber ich zeig auf den, ich könnte auch hier hingehen in der Hop. Aber die 4 Punkte sind irgendwie auch nicht so geil. Aber. Wenn du dann den anderen auch noch platziert kriegst? Ich muss wahrscheinlich den irgendwo da unten legen. Ich lege ihn mal hier hin. Was hast du denn noch für Pläne? Wenn es dran. Hier ist auf jeden Fall einer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das geht nicht. Da gibt es keine Angrenzen, die gleiche Farbe. Da gibt es keine Angrenzen, die gleiche Farbe. Da gibt es jetzt Optionen. Aber nur schlechte. Und wieso? Hier, ein Weg. Also ein Weg für starten lassen. Ja, und dann hier das Spiel beenden. Voll gut. Das Spiel beenden. Man beendet es ja immer nur für sich selbst. Ne? Wie, du hast aber noch einen Windballon. Du hast noch einen Beteiligungsballon. Und einen Beteiligungs- also genau. Sonderballons, die musst du. Die musst du nicht. Ah, dann mach doch das, dann spiel doch jetzt den Windballon hier hin, Ben. Womit denn? Na, er hat den Windballon ja noch. Ach so, ja, den kann er ja der, also, oder irgendwo anders hin. Um nochmal 4 Punkte dran zu machen. Genau, um die Punkte zu machen und dann nochmal dran zu sein. Ja, aber es sind halt nur 4 Punkte. Ja, die Verbindung kann hat er eh schon. Verbindung? Die Verbindung zwischen diesen beiden Seiten. Ja, ja, ja. Die wird nicht länger, wenn er hier lang geht. Es ging darum, dass er dann halt hier, ne, da nicht hinlegen muss, sondern lieber den Wind da hinsetzt, die 4 Punkte macht. Und dann mit dem anderen noch was anderes machen. Aber ob er hier jetzt so da, regulär, aber er kann doch, also bevor er hier Wind hinlegt und die umlegt, kann er doch hier regulär hinlegen und umdrehen. Ja, aber dann ist er nicht nochmal dran. Doch. Nee. Dann hat er nur Sonderballons, dann ist er nicht mehr dran. Das heißt, ich muss den Beteiligungsballon als nächstes kriegen. Ja. Scheinbar. Okay. Also ich muss nochmal gucken, weil das hat er uns so erzählt, aber es macht eben ich glaube, ich habe es aber auch gelesen. Definition von Balloon und nicht Balloon haben. Das sind Balloons und das andere sind Special Balloons. Ja, es geht darum, dass du keine Balloons mehr zur Verfügung hast. Das wird okay. Ja. Ich wollte den Windballon nicht als letztes führen können. Ich meine, Da ist mir jetzt die Balancegründe nicht klar, ob also zwischen vorletztem und letztem Zug mit dem Windballon, aber okay. Damit man nicht mit dem Windballon am Ende den einen optimalen Zug rausnimmt. Ja, und was das wird schon sein. Dann kann ich ja den hier hinlegen. Und dafür 4 Punkte. Die starten lassen für 8. Mhm. Hallo. Hallo. Have a seat. Und dann fühlen wir eigentlich immer alle Ballons raus. Ja, also muss man dann. Da ist bestimmt noch ein Ungleichheit. 1, 2, 3, 4. Mal guck mal. Dann gehe ich mit dem Beteiligungsballon dahin. Mhm. Für die 9 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte. Wie gehe ich jetzt hinter euch, oder? Hinterher. Ja, ja. Fällt mir ein, ihr seid ja nicht die Objektiven zum Fragen. Doch. 1, 2, 3, 4, also einer sitzt auf der Seite, ich sitze auf der Seite. Das sind wir bei uns beide. 9. 80 Punkte. Ja, stark, oder? Ich war ja auch der Startspieler. Ich habe immer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, jetzt kann ich da die Gruppe vergrößern. Oh ja, 2, 4, 6, 7. Schon ordentlich. Oh, besser als nichts, ne? Besser man hatte, als man hätte. Warte mal, ich könnte noch hier runterlegen, das ist aber egal. Wo zeigt er hin? Jetzt dann, ja, ich zeig dir dann runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte. Guck mal, bin ich aber bei 39, also 79. Wir sind schon für ein Spiel, das mit Würfeln entscheidet, wo man anlegen kann, sehr dicht beieinander.
Mhm. Ich gehe davon aus, dass Ben ja jetzt auch irgendwie in den Bereich kommt, vielleicht drüber. Hm. Also hier kriege ich 3 Punkte, hier kriege ich 4 Punkte. Ach, du bist jetzt in dem Zug, wo es egal ist, was du würfelst, ne? Genau. Hm, hier kriege ich 3 Punkte, also sind 4 Punkte anscheinend. Mhm. Weil du hier halt schon jede Menge rausgeholt hast auch. Das muss man auch dazu sagen. Du hast die ja nur zu einem anderen Zeitpunkt gemacht. Genau. Hast du das den Beteiligungsmarkt da hingelegt? Hm. Ja, um das noch werten zu können. Mh. Oder hättest du auch da hinlegen können und dann da unten so einen Platz für Windballons, wenn sie im Punkt gewesen wären. Wenn du irgendwo hingehst, wo du dann mit Umdrehen noch am Rand was aktivieren könntest. Ne? Das ist rot. Okay, wie viel nö, ich glaube, ich gehe einfach hier hin, lass den starten für 4 Punkte. Weil mehr sehe ich dann nicht. Geht ihn auch lieber hier starten lassen. Also hier könnte ich halt 3 und 4 Punkte rausholen potenziell, aber sonst 4 und 3 kommt das gleiche raus. Hier kann er einfach mehr Ballons gestartet haben. Ne? Das ist ja egal. Ja, und du könntest den nicht mehr starten lassen. Das stimmt. Das stimmt. Ich bin fertig. Wie Punkt ist das geregelt? Den blockierst du natürlich nicht. 1, 2, 3, 4. Naja. Na gut. 1. Guck mal, kannst du eine 3er-Gruppe machen? Das ist natürlich. Nicht jetzt verkehrt, kann ich, oder? Warte, warte nicht, dass wir hier. Das bringt nichts. Nee. Jetzt treffe ich natürlich nicht das, was ich brauche. Was brauchst du denn? Naja, da, hinten, da hätte ich noch reinlegen müssen jetzt. Das hätte ich jetzt noch gebraucht. Jetzt habe ich natürlich jetzt eine 1 gewürfelt. Ja, kriegst du wenigstens eine 3er-Gruppe als Kompensations. Ja, das ist ja nichts wert. Nee, nee. 3 Punkte? Nee. Nee. Naja, warum? Kannst, okay, dann leg ruhig hier hin, dann sind es. Naja, das aus ist die einzige Prinzip. Option. Ja, was ein Scheiß. Kann ich euch steigen lassen? Ich gebe dir schon mal 3 Punkte. Ja, jetzt nicht. 1. Oh, guck mal, das. Nee, das ist genau, guck mal. Jetzt kannst du den Ben nicht gelegt hat. Du könntest also auf jeden Fall hier 4 Punkte machen. Ja, Tatsache, oder? Ja. Bin dir weiterhin. Ja, guck mal. Aber ich wollte eigentlich dahin. Dann geh doch dahin. Ja, aber muss ich ja das jetzt so ein bisschen drehen und dann, dann zeigt doch eindeutig nach da unten, oder? Der zeigt doch dahin. Der will hier hin. Ja, ich nehme natürlich den. Hier. Ich bin der da, ne? Mhm. 1, guck mal, Karl. Ja, aber. 3. Ich hätte. 1, 2, 3. So. Das wird nicht reichen. Wow. Ja. Ja. Hätte ich die 10 gemacht, wäre es eng geworden. Da kann ich leider liegen. Wo kannst du leider liegen? Liegen? Da. Ja, das ist ja. Aber kannst du nicht irgendwo darunter noch? Nee. Ich lasse den starten. Darfst du nicht, muss mindestens 3 Gefälle groß sein. Nö. Doch. Nö. Doch. Nein. Nee? Nein. Also. Okay. Wie kostet das? Keine Ahnung. Keiner gesagt. Ja, stimmt. Für 0 Punkte. Ja, im Moment gebe ich dir. Danke. Dann sind wir durch, ne? Endwertung. Ja. Dann kommt noch die Endwertung. Hier. Die muss ja nicht gestartet sein, ne? Nee. 4. Mhm. Okay. Bei mir doch aber nicht anders, oder? Nee, du hast doch irgendeine Länge gebaut. Nee. Ben hat auf jeden Fall die Länge gebaut. Nee, ich habe keine Länge gebaut. Ich bin ja nur hier, da, einmal da, so auch vier. Ja, ja. Ich habe. Ich fürchte bloß, du hast 3 mehr am Rand starten lassen. 5, 6, 7. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich fange hier an, oder? Und gehe da rum. Das die geht kürzeste nicht. Verbindung. Also, ja, das ist auch 4 wieder. Ja, 7. So, und gestartete Ballons am Rand, darüber willst du jetzt wahrscheinlich gewinnen. Ja, deutlich. Ich habe 1, 2, 3. Da bin ich kurzfristig ran. Ich einen, glaube ich, ne? Den, mehr habe ich nicht am Rand gestartet. Mhm. Deswegen war das doch nicht so clever, weil ich die Wertung auch schon gegeben habe. Oder? Ich habe mir den schon gegeben. Und ich du kriegst 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Das war's. 6. Da keine 1. Jede andere Zahl hätte ich da hinten rein. Ja, ja, ja. Dann vielleicht alles bis auf eine 6 oder so. Ich hätte nur die 1 nicht würfeln dürfen. Danke, Rainer. Dr. Rainer. Nein, wenn Ben da reingelegt hätte, hätte ich halt 4 Punkte weniger gehabt. Das Lustige ist, das Spiel wird ja immer weniger zufällig. Also das hat so eine Kurve, oder? Habe ich ja gesagt. Der Anfang ist total Ende. Mittendrin hast du schon so die krasse Entscheidung hinten raus. Wird dann wieder weniger. Das Gucken weniger. Nach den Punkten optimieren, aber du hast nicht mehr ganz so viele Entscheidungen, musst dann halt gucken und du hast aber ganz nicht so viele Optionen, deswegen es mit dem Gucken dann geht. Genau, also das ist ja so ein Verlauf irgendwie. Ja. Ja. Deswegen ist das auch kein Würfel, sondern das ist Knizias Wahrscheinlichkeitsbeeinflusser. Mehr ist das ja. Aber dafür willst du natürlich die Dinge auch noch am Ende haben, sogar der Nachbarschaftsraum, weil damit kannst du schon noch, wo du halt eigentlich zugebaut bist, irgendwo was hinlegen. Ja, ja. Ja, das war die andere Option für den, hier drauf zu gehen. Weil ich dann irgendwie diese Verbindung gehabt hätte, wären mehr Punkte für die Endwertung gewesen. Aber
diese Dinger sind ja tatsächlich nachher, also das sind 9 Punkte, da hinlegen, das wären keine 9 Punkte mehr gewesen als andere. Ja, aber das ist halt jetzt kein, wir treffen uns Samstagabend, sind viel Spiel und spielen das Spielspiel. Aber es ist auch kein Familienspiel. Aber für so ein einfaches. Richtig. Es ist kein Familienspiel. Nee, schon. Nee. Von der Komplexität her schon. Ja, aber du, die kleinen Regeln, nicht Ungenauigkeiten, aber die Sachen, auf die du achten musst, wie du werten kannst, wann du werten kannst, wo du hinlegen kannst, wo du was zu sehen musst, um da bei Nachbar zu legen. Stimmt. Da haben selbst wir drei uns so ein bisschen dabei helfen, dass wir alle Optionen im Blick behalten haben. Ja, musst du ja nicht. Du musst ja nicht alle Optionen. Du könntest theoretisch auch ohne diese Karten spielen, wenn du willst, natürlich. Zum Beispiel als noch mehr Familienversion. Selbst dann. Und also ich möchte hier eine Lanze brechen. Es gibt natürlich auch Familien, in denen Eltern, wahrscheinlich insbesondere Väter, ja, sexistisch, auch sehr gerne ihre Kinder weinen sehen. Wenn sie den Ballon genau das. Oh, das tut mir leid. Aber du lernst was fürs Leben. Ja, aber im nächsten Spiel kriegen sie es dann wieder zurück. Von daher sehen dann die Söhne ihre Väter weinen. Okay, ich würde so weit mitgehen, wenn es das Familienspiel ist, wenn halt Kingdom Builder auch Spiel des Jahres war, auch ein Familienspiel. Und das ist für mich eine ähnliche Komplexität. Ja. Sobald du mehr als 3 Kingdom Builder noch ein bisschen mehr hat. Mit den Wertungskarten und so. Das ist ja noch 3 Wertungskarten, ja. Ja, aber die du schon im Spiel die ganze Zeit berücksichtigen musst und dann gucken, wo lege ich hin, damit ich abgeschnitten werde von den anderen und so. Ist für mich ist das hier Kingdom Builder in Space. Der einzige Unterschied ist, dass du die Punkte am Ende erst rechnest, aber während des Spiels musst du sie ja schon genauso berücksichtigen. Das ist auf jeden Fall ein ähnliches Level. Aber bei Kingdom Builder kriegst du aber die Punkte auch erst damit. Hier steht 14 plus. Außer die 3 Punkte benachbart für eine Burg. Hier steht 14 plus nur drauf, weil es die internationale Version ist. In der deutschen Version steht da 8 plus drauf. Das ist schon Familie. Also das hat halt auch einen psychologischen Effekt, das werden sie machen, dass du halt einen psychologischen Effekt hast, während du spielst, dass du halt die 3 Punkte hast, weil es nicht so stark ist, aber du trotzdem vorne bist. Sobald du mehr als 3 Sachen gleichzeitig im Kopf behalten musst, nimmt ja so, also es nimmt ja eher exponentiell zu, eine Komplexität als geradlinig. Ne? Also eine Sache merken, 2 Sachen merken, okay, 3, ja. Und dann so, aber 5 verschiedene Scorings gleichzeitig ist ja nicht nur 2 mehr. Ja, aber das hat schon, also das sind jetzt aber die Punkte, die mir natürlich gefehlt haben, die ich einfach hinten bin. Welche? Dass oder? Ich bei den Pavillons nicht dran war. Ich habe ja nur 2 Pavillons mitgenommen oder so, 3. Nee, du hast glaube ich 5, oder? Den. 3. Bis und an 3. Ja, aber es sind halt schon auch ne? 2 mehr und ich wäre 6 Punkte vorne, wäre schon noch besser. Als 2, 3. 7 Pavillons sind es. 14 plus ist ja glaube ich nicht wegen... 14 plus in Amerika wegen der Spiel. Genau, das ist nur, weil es internationale Bewegung ist. Aber ich will sogar... Damit ich sage, es ist für mich kein Familienspiel, dann sage ich jetzt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ja. Also das funktioniert schon. Und das Spannende ist ja auch noch... Wie viele Wertungskarten sind drin? 8, 10... 8 oder so, 10... 7. Es ist auch nicht... Also es ist schon Zufall drin, der mit darüber entscheidet, wie viele Punkte du machst, aber es ist nicht so viel Zufall, dass du das Gefühl hast, dass du keine Kontrolle hast. Ja. Du hast halt mal diesen Einzug, wo du denkst, dafür gibt es allerdings die Extra-Dinger noch ein bisschen und vor allen Dingen dieses Danebenlegen, was man super schnell wieder vergisst. Und das aber wahrscheinlich, damit es auszugleichen. Das ist halt dann, dass du dann nicht so viel Pech haben kannst, weil wenn du danebenlegen kannst, hast du immer noch mehr Optionen. Das ist der und dann komme ich angrenzen. Genau. Das ist dann die fortgeschrittene Variante. Mhm. Das ist die, man halt danach spielen soll. Warum sind die unterschiedlich farbig? Die Pavillons? Oh, Entschuldigung, warum sind die unterschiedlich farbig? Aber was jetzt so spannend ist hier, da kannst du natürlich noch in 3 Gebiete potenziell. Das ist das Nil Delta. Alexander, aber hier das Feld scheint doch sehr, sehr mächtig zu sein, weil da ist das Einzige, wo du in 3 Regionen reinkommst. 36 Punkte machen. Mhm. Ich meine, du kannst im Nachbarschaftsonst auf jeden Fall auch hinkommen. Ich wäre Startspieler gewesen, ne? Ich gucke mal, ob ich es geschafft hätte, den zu blockieren. Aber nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man fängt ja hier an. Ja, ich wäre nicht rangekommen. Ich habe die 1, wärst du rangekommen? Wir gucken mal jetzt eine Runde. 4 bräuchtest du. Na, ich bin drüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wieso hast du dich um diese 7? 6. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komme ich nicht ran? Nee. Das wäre hier. Ja, also Ben muss eine 2 würfeln. Ich zeige euch jetzt mal, wie man eine 2 würfelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Nee, Ränder. 2. 2. Auch nicht. Nee. Hier, ne? Jetzt wieder eine 2, ne? Nee, eine 3. 2. 2. Oh, da habe ich extra meine ganzen Würfelskills rausgeholt und es ist doch eine 3. Aber also man würfelt das eigentlich nur aus, wenn das Feld dann belegenhaft hat gewonnen. Dem gratuliert man dann. Also eigentlich wird es ja es wird eigentlich nach dem Startspieler ausgeschieden, weil ich komme da auf jeden Fall rein. Das ist richtig. Wenn ich das da schon für verschwenden möchte. Das ist halt die Frage. Das ist natürlich dann eine sogenannte Opportunity-Kost. Genau, willst du das jetzt schon raushauen? Ja. Nee, würde ich nicht machen, weil das Ding ist wertvoller als der kleine Ballon und du kannst immer noch den kleinen Ballon verwenden. Was ist, wenn jemand anders schon einen kleinen Ballon könnte? Nur einer pro. Das heißt, okay, dann wird es schon eng. Also es ist wahrscheinlich einer der besten Knizia, die ich dieses Jahr gespielt habe. Und ja, auch ich habe dieses Jahr bereits Knizia gespielt. Es ist auch schwierig, wenn man Brettspiele spielt, keine Knizia zu spielen. Ja, aber ich mag das Spiel. Und es heißt, also okay. Es ist ja auch nicht...
Er macht halt so unfassbar viel, dass man das Masseproblem hat, aber es gibt ja auch sehr gute Knizias. Der hier ist gut. Ja. Hört ihr? Chat? So. Aus Karls Mund, oder? Ich mache das mit dem Bauen. Welchen Bauen? Lieber als du. Was wo man bauen? Diese Gebäude baut, dieses mit den, wo man auch die Taxis dazwischen setzt und die Straßenbahn San Francisco. Irgendwas. Oh, das habe ich mit Wonne verlost. Das habe ich nicht gespielt, aber ja. Das hat Ben überhaupt nicht gefallen. Das war echt schlecht. Und ich fand es so, okay, das hatte diese, wir hatten zwei Spiele mit dieser Mechanik kurz hintereinander. Mhm. Dieses Hinlegen oder einen Stapel nehmen, um es ins Feld zu bauen. Was waren das andere? Ich habe wieder 500 Spiele hergeführt. Aber ich weiß auch nicht, das andere war auch kein Knizia sogar. Weil wie kann ein Spiel nicht von Knizia sein? Das ist eine gute Frage. War das, ist das auf Deutsch eigentlich auch irgendwo gekommen? Oder ist ich glaube nicht. Ja. Müsste ja nicht auch mal im Guinness-Buch irgendwann stehen? Für was? Meiste veröffentlichte Spiele? Hatte ich mal mit überdacht. Steht ja bestimmt schon. Aber, ja. Also, da fällt mir ein. Das Problem ist, bei BGG verzerrt sich das ja leider durch diese Promopack-Geschichten und so. Ja, du kannst ja auch viele Einträge rausfinden. Ja, 600 oder so sind schon. Ich guck mal, wie viele Einträge. Ja, dieses Jahr vielleicht. Ja, du kannst das ist echt Wahnsinn, wenn du die Liste durchgehst und jedes dritte Spiel ist ein Knizia. Ja, ja, aber du kannst einfach Advanced Search machen nach ihm und dann halt einfach Expansions ausschließen. Stimmt, und dann siehst du einfach alle seine Spiele. Das ist mit dem Handy jetzt zu mühselig. Soll ich das schnell machen? Ja, du willst auch wissen, wie viele Spiele er veröffentlicht hat, oder? Ich möchte gerne wissen, wie viele. Naja, ich wette, dass wir auf die BGG-Zahlen noch was draufrechnen können, weil ich weiß, die haben vieles. Aber ich wette, er hat irgendwie vor 50 Jahren schon irgendwelche hinterseitigen Sachen veröffentlicht irgendwo. Er hat mit so in so einer Zeitung angefangen zu veröffentlichen. Mit so auf der Rätselseite von der Zeitung, oder was? Nee, das fängt, glaube ich, richtig so aus, so du Spiele per Post gekriegt hast. Frag mich nicht, da habe ich noch nicht mitgespielt. Also nicht die Spielerfarm. Gibt es dafür dann extra Wertungskarten, die sich auf die Seite beziehen? Ne. Weil, ne, also diese Farbe muss ja irgendwie reinspielen mal. Das stimmt, aber also vielleicht gibt es da Karten für das, weiß ich nicht. Ich habe mir das noch nicht so angeguckt. Es sind 7 Seiten auf jeden Fall. Das heißt, es sind über 600. Es müsste, wenn das nicht ausgeklappt ist, wenn du auf seine Autorenseite gehst, dann müsste auch die Zahl. Ja, da müsste eine Zahl stehen. Aber da kannst du nicht filtern, genau. Also sind 600 plus die hier. Das sind 615, 630, 645, 647. Ich meine, da sind auch ein paar Remakes dann dazwischen. Naja, wahrscheinlich. Aber die sind immer da eingeteilt in der Regel bei. Also die ganzen neuen von Treffel stehen alle, wenn du danach guckst, sind die bei den 2013er Spielen. Ja, aber wenn die ihre eigene Wenn sie einfach eine neue Version sind und keine Reimplementierung. Und ich wette, es gibt eine Menge Reimplements. Ja. Weil er ja auch entsprechend lange das schon macht, dass auch die Zeit dafür vergangen ist. Also wenn dann halt sowas wie IQ-Bingo-Logik und IQ-Bingo-Tiere einen eigenen Eintrag hat. Das ist ein IQ-Bingo, da bist du gerade kurz. Nee, ich habe mich da drauf geguckt und ich habe dabei an den guten Uwe gedacht. Mhm. So, wir sind gleich wieder da. Ich lasse den Stream kurz an, poste einen neuen Link rein und da geht's dann weiter. Bis gleich. Tschüss.